oder 9 Stück. Gute Scharniere. Steht alles schief. Wo ist er oben? Ich sag dir langsam, Vater! Musst du nach Kalu gucken? Was geht? Das ist eine super Idee. Wie sind wir sich da fest? Als ob der bräuchte echt Handschuhe. Oder hat eine Meter dicke Hornhaut auf seinen Händen. Geht noch. Was war das? Yeah. Okay. Schneller geht's was nicht. Ich hab grad unsere Liste geguckt. Ja. Das ist ja schief. Nein, Alter, was zum Glück. Nee. Was? Oh. Das gibt's einfach nicht. Unfassbar. Schneller geht's aber nicht. Hä? Wo? Nein! Jetzt? Na, musst du nicht jetzt gegen dieses Ding da hauen? Hauen. Springen? Ich weiß. Ich hänge ja noch ein bisschen rum. Ja, ne, du musst da rein. Jetzt dagegen. Durch die Scheibe. Das war so gut. Sieh mal. Aber jetzt der Kampf ist eigentlich lächerlich. Ist eigentlich irrsinnig schwer, was jetzt kommt. Oder? Nee. Du musst ja nur weglaufen, wenn der Kampf vorbei ist. Ja, genau. Und der Kampf an sich ist nicht schlimm. Okay. Jetzt wieder raus. Das sind nur drei Gegner oder so. Ja, okay. Jalmut! Lars! Jürgen? Was zur Hölle, Habibi? Stimmt, der Jagd. Das ist doch kein Kampf. Ein Kämpfer geht mit einem Schuss. Nein! Verrücktes Arschloch! Ja.
jeden guten Film gibt es drei Stück, ne? Ich weiß nicht. Sogar ein Titan. Vorbei. Denk nicht mal dran. Das ist ein komischer Zufall, dass das genau dahin gespült wurde. Na, auch hier. Das ist hier kein Schwein, der gerade in den Strand gespült wurde. Okay. Okay, ja. Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Oh mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist Sully. Er lebt. Oh, Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Oh, wir müssen los. Wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens 2 Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Aber wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich habe einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm springen müssen. Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay. Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon. Okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du hättest das echt allein durchgezogen, was? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Tut mir leid. Ich weiß. Ich weiß, aber wir müssen leise sein. Ich glaube, da haben wir auch schon so viele Leute erschossen. Wenn wir uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. Schön, dass er dieses schöne Wortspiel benutzt hat, dass wir in der Geschichte sind. Also Leute, Pause. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Auch wir haben das Schwierigste hinter uns. Das schöne Level, das Level ist ja schön, aber die Stelle im Ballsaal war jetzt nicht. Es gibt coolere Sachen. Und vor allem leichter. Ja. Wir hatten zwei Sachen nacheinander, die wirklich Gemetzel waren. Ich meine, wo gegen eine Flut von Gegnern kam. Ich meine, ja, das muss ja auch will mich nicht ausreden, dass das alles in dem Spiel sein muss. Aber in dieser Horde die Horde rennt schon ein bisschen übertrieben. Ja.
Naja, nichtsdestotrotz, wir sind jetzt am Flughafen. Übrigens haben wir vorhin über die Kapitel gesprochen, in der Gesamtheit, dieses, wenn wir im Flugzeug sind, ist das, glaube ich, ein ganz kurzes Kapitel. Du klopfst dich dann nur mit ein paar Leuten, springst ab und es war dann schon ein ganzes Kapitel. Ja, die Wüste an sich dann, die dann noch kommt. Wir sind jetzt Kapitel 16 übrigens, also 15 haben wir weg. Es gibt 29. 29. Also, kapitelmäßig haben wir die Hälfte, wir werden storymäßig schon über die Hälfte haben. Ja, mit Sicherheit. Da kommen auch, wie gesagt, ein paar kurze. Also, allein, es ist ja allein ein Kapitel nur durch die Wüste latschen. Das ist ja, ja. Passiert ja nichts. Ja. Werdet aber alles sehen, noch für die, die es nicht kennen. Ja? Genau. Wir verabschieden uns und schrauben uns jetzt erstmal wieder ein bisschen runter. Bis dann!